Schauen Sie mal, ist das nicht ein leckerer, herrlicher, saftiger Kuchen? Heute ist Freitagnachmittag, das Wochenende steht vor dem Gartenzaun. Und wir haben überlegt, wenn Sie vielleicht Besuch bekommen, Samstag, Sonntag, dann haben wir was Fantastisches für Sie vorbereitet zum Nachbacken. Ein ganz, ganz wunderbarer Kuchen, ein sehr besonderer Kuchen. Warum? Verrät uns Cassie Bohner aus Dortmund. Hallo. Hi Cassie, die hat diese Idee gehabt für diesen Kuchen. Der hat ein paar Vorteile. Welche? Oh, der bleibt doch am nächsten Tag, sogar am übernächsten Tag saftig, weil man hat ja nicht immer die Zeit, an dem Tag frisch zu backen oder zum Picknick mitzunehmen. Kannst du ihn schön einpacken in eine kleine Dose. Ja. Praktisch auf die Hand, wie so ein Landfrauenkäsekuchen zum Beispiel. Den kann man ganz gut in die Hand nehmen und mitnehmen. Ja, und er kann Gemüse. Also, der Kuchen kann Gemüse. Ja. Das ist also ein Kuchen für Gemüseliebhaber. Ja. Landfrauenküche hast du gerade gesagt, ja, da stehst du total drauf. Ja. Dann fiel gerade das Stichwort Landfrauenkäsekuchen. Ist es denn ein Käsekuchen? Nein, es ist kein Käsekuchen, aber er hat die gleiche Saftigkeit. Und die kommt durch unsere Geheimzutat, durch das Gemüse. Also ich kann mir das jetzt mal ganz auf... Ja. Ehrlich, Cassie. Ja. Das ist ein Kuchen. Ja. Keine Quiche. Nein. Aber es ist Gemüse drin. Es ist und er schmeckt auch nicht salzig oder würzig. Er ist süß. Was denn für ein Gemüse? Ich habe Zucchinis reingemacht. Ein Zucchini-Kuchen. Ja. Sensationell. Ja, sehr schön. Frische Zucchinis. Fangen wir direkt an und machen den Zucchini-Kuchen. Ich bin skeptisch. Darf ich das sein? Natürlich. Aber ich überzeuge dich jetzt. Ich gebe mir Mühe. Bin sehr gespannt. Wie geht der Zucchini-Kuchen? Und wie er schmeckt, sagen wir Ihnen dann gleich am Ende. Verkosten wir gleich. Also, wir nehmen einmal die Butter. Mhm. Mach die mal rein. Schöne, weiche Butter. Dann kann man die besser cremig schlagen. Hast du einen Tipp, wie man die gut weich kriegt? Ich lasse die einfach draußen liegen. Ja, aber wenn gleichzeitig rausnehmen. Mir fällt es dann immer ein, ich fange an zu backen und dann die Butter. Ja, ich lege die auf die Espressomaschine. Oben drauf, wo die Tassen vorgewärmt werden. In der Mikrowelle wird sie zu. Nee, zu. Dann ist sie sofort flüssig. Ne? Ja. Nee, ich mache es oben, auf die, wo die Kaffeetassen stehen. Und schöne Idee. Halbe Stunde dann. Also gut, ist im Sommer in die Sonne, aber jetzt im Winter. Ja. So, Butter. Vanillezucker. Mhm. Dann haben wir braunen Zucker. Der karamellisiert noch mal ein bisschen. Ja, der karamellisiert noch mal ein bisschen. Ja. Und gibt noch so ein bisschen eine andere Note. Und weißen Zucker, da kann man auch gerne die Menge noch etwas reduzieren. Und ich mache immer noch Salz dazu. Prise. Etwas mehr als eine Prise, wie man gesehen hat. Wegen des Ja, einfach Zucchini? Um so einen Gegenspieler zu haben für die Zucchini und auch für die Süße, weil ja auch noch der braune Zucker dabei ist. Und das harmoniert ganz gut. Also, okay. Das gibt große Prise Salz. Eine große Prise. Okay. Ja? So, jetzt schlagen wir das schon mal. Okay. Schau mich Soll auf. Ich? Ja, gerne. Genau, das reicht schon. Ich schlag mal die Eier dazu. Ja? Mhm. Wo hast du deine Ideen her? Wir haben dich ja entdeckt im Internet, in deinem Blog. Ja. Und da sind fantastische Sachen dabei. Aber jetzt mal ganz ehrlich, denkst du dir einfach, ich mache jetzt mal einen Kuchen mit und dann so irgendwo hingucken? Dummerweise zeigt dir der Finger auf Set wie Zucchini. Ja, dann fangen wir an. Nein, ich habe tatsächlich meistens so eine gewisse Vorstellung oder auch Appetit auf etwas. Oder auch von meinem Sohn inspiriert, Mama, ich würde mal gerne wieder Muffins essen. Okay, und dann versuche ich das anzupassen. Ich gucke gerne auf Wochenmärkten, was es gerade Frisches im Angebot gibt. Und Landfrauenküche ist echt so ein Ding für dich. Und ich liebe das dann. Dann guckst du, dann riechst du, dann siehst du die Farben und dann bist du inspiriert. Okay. Ja. So, und dann lege ich los. Ja, gerne noch ein bisschen. Ich wasche einmal die Hände. Ja. Sehr schön. Super. Das reicht schon. Das reicht schon. Jetzt kommt die Zucchini dazu. Jetzt schon? Ja. Okay. Gerne. Nehmen wir die? Ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Kühlschrank? Ja, ist nur noch ein klein bisschen zum Raspeln übrig. Okay. Aber vielleicht machst du das ja. Also ich sehe schon, die muss offensichtlich geschält werden. Genau. Und dann schön reiben. Ich bringe dir mal Wenn Sie jetzt zuschauen, sagen Sie, oh, jetzt machen die einen Gurkenkuchen oder was? Nein, das ist Zucchini. Warum schälen? Ja, einfach damit die Schale nicht so optisch ins Gewicht fällt. Weil für viele ist es ja auch so, wenn die wissen, da ist Gemüse drin, dann schmeckt der Kuchen nicht. Und das funktioniert bei Kindern hervorragend. Wenn sie es nicht wissen, essen sie es auch. Ja. Gerade bei Kindern, die sonst nicht so zu Gemüse greifen. Auch bei Männern sehr beliebt. Weil wenn sie es dann essen, schmeckt es lecker. Also wenn du vorher sagst, ach, Zucchini muss nicht sein. Also hinterher verraten, Ja, das ist so ein bisschen der optische Trick, ne, wenn man sie schält. Roh, einfach eine rohe Zucchini. Einfach eine rohe Zucchini. Also für dieses Rezept nehme ich 300 Gramm. Das sind ungefähr 2 mittelgroße Zucchini. Alles klar. Du kannst aber auch eine gute Variante machen, indem du die Zucchini gegen Möhren tauscht. Das schmeckt auch lecker. Oder im Herbst mal. Ein Rüblikuchen, also einen Möhrenkuchen, den kennt man. Ja. Aber witzig, ja klar, jetzt wo du es sagst, weißt du, ich so, ja, Gemüse im Kuchen. Ja. Klar, genau. Möhrenkuchen ist ein Gemüsekuchen.
Und Zucchini haben den Vorteil, dass sie noch etwas weniger geschmacksintensiv sind, nur unglaublich viel Saftigkeit in den Teig geben. Und im Herbst nehme ich sehr gerne Hokkaido-Kürbis. Der gibt dem Ganzen eine ganz schöne Farbe, dieses Orangene, kommt super raus und ist ein bisschen herbstlicher. Aber von Möhren, finde ich, kennt man das, weil immer, wenn man irgendwas mit Möhren macht, macht man immer eine Prise Zucker drüber. Ja, ne? Das genau. ist also ein Klassiker. Das passt so zusammen, Ich bin sehr gespannt. Also Zucchini-Kuchen. Ja, sehr schön. Jetzt einfach mit dazugeben. Okay. Und noch, einen Rührlöffel, Genau. So, bis jetzt alles ganz einfach? Ja, das bleibt doch schön einfach. Was war das Verrückteste, was dein Sohn mal von dir verlangt hat? Mama, mach einen... Ich hab mal wieder Lust auf... Eine riesige Minion-Torte, aber auch wirklich in Minion-Form. Und dann stehst du da, wie hält sie? Und dann wird der Minion irgendwie zu dick und zu klein. Und ja, dann rotierst du schon in der Küche. Aber ist dir geglückt? Ist mir geglückt. Ich habe mir Mühe gegeben. Okay. Und was mit Liebe gemacht wird, dann schmeckt es ja auch gleich besser. Macht der eigentlich mit und so, ja? Ja, der liebt das. Der macht immer ganz viel mit. Ich finde das auch wichtig, ne? Wenn du die Kinder mit einbeziehst, ob es jetzt beim Kochen, Backen ist, dann schmeckt es auch besser. Ja, und sie lernen es auch, weißt du? Ich kenne das, früher hat man immer gesagt, nee, lass mich mal und so, nee, das ist besser, einfach, mein Gott, dann geht halt was. Noch hat er sich keinen Finger abgeschnitten. Gottes Willen. Nein, wenn sie die ganzen Sachen kennen, dann gehen sie auch ein bisschen besser damit um und lockerer, ne? Ja. So, jetzt kommen die trockenen Zutaten. Da habe ich Mehl vorbereitet, gemahlene Mandeln, mit oder ohne Schale, das ist ganz egal, also diese braune Haut, und das ist Backpulver. Ja, und diese Zutaten, die vermengen wir, ja, die können wir aber auch eigentlich gleich dazugeben, weil die schon... Soll ich eine andere Schale noch holen? Nein, die kannst du eigentlich gleich so da rein. Eigentlich da rein? Ja, das ist kein Problem. Ich helfe dir, machen das. Genau. Wichtig ist, dass man das jetzt gleich nur ganz locker vermengt und nicht mehr allzu viel rührt. Okay. Davon braucht man nicht so viel. Genau, einfach locker unterheben. Ja, und ich bereite so lange unsere Form vor. Ja. Soll ich die mal... Gerne. Ich habe die etwas gefettet. Und, womit fettest du? Ja, was gerade so Butter. Da ist. Ein bisschen Butter. Ich nehme dann immer das Papier, was drumherum ist. Weil wir hatten neulich ein Rezept, da wurde mit Olivenöl gefettet. Aber auch mit einem Kuchen. Da dachte ich mir, das passt da ja auch nicht zusammen. Olivenöl, das gibt ja auch wahnsinnig Geschmack ab. Ja. Würde sowas vielleicht jetzt passen, wenn wir eh schon beim Gemüse sind, dass man... Ich würde es eigentlich nicht nehmen, ich nehme dann lieber so ein bisschen was Buttriges. Aber in dem Fall ist es tatsächlich egal, weil wir auch noch zusätzlich Backpapier reinmachen. Ah, und das zwar mache ich das immer nass und das gibt dann schön Feuchtigkeit in den Teig, was ja bei dem Rezept auch das Geheimnis ist. Das Ganze. Der geneigte daheim und unterwegs Zuschauer, respektive die Zuschauerin, wird jetzt sagen, aha, Cassie ist da und Backpapier nass machen. Sie macht es immer Kenn ich. Ja. Weil du es mal hier gesagt hast. Ich mache es immer nass. Okay. Ja, das stimmt. Nein, bei bestimmten Teigen nicht. Wie zum Beispiel beim Biskuit für Torten mache ich es tatsächlich nicht. Weil? Weil das der Konsistenz dann nicht ganz so gut tut. Aber bei solchen stabileren Kuchen, da ist das ganz unglaublich toll. So auch bei das. Brownies, dann wird es richtig saftig, weil erstens bleibt es besser in Form. Und gerade bei einer viereckigen Form ist es schwierig, das Backpapier in die Ecken zu legen. Also ich, ich zeige das einmal ganz kurz. Ehrlich gesagt. In eine runde Form Backpapier reinpressen, finde ich genauso schön. Weil ich meine, das Backpapier ist ja eckig. Eben, aber die Ecken werden nicht richtig ausgefüllt. Okay. Das geht so schon mal etwas besser. Brauchen wir nachher noch? Ja, guck mal. Also wirklich richtig ins unter Wasser halten? Richtig nass machen, Warm oder kalt ist wurscht. Das ist egal. Jetzt ist es richtig... Genau. Muss auch nicht abgeschüttelt werden. Das kann wirklich so bleiben. Saugt sich das eigentlich voll? Das wird schön weich, ne? Wenn du das zusammen... Also eigentlich ist es ja so total ab... Genau. Und dann ist es schon besser. Weisen sozusagen. Okay. Auf alle Fälle einfacher als ohne. Und es gibt dieses bisschen Wasser, was noch übrig ist, das geht in den Teig. Also es muss nicht komplett trocken sein? Nein, das muss nicht. So. Alles klar. Jetzt kommen noch ein paar Geheimzutaten. Aha. In unseren Teig. Die Schüssel war schon gut. Und zwar habe ich hier was ganz Leckeres. Sieht eigentlich aus, nein, es sieht aus wie Pfirsiche, finde ich. Oder Pfirsiche. Konserven, Pfirsich. Nein, das ist Lemon Curd. Das ist ein englischer Brotaufstrich, der bei uns auch immer beliebter wird. Wie schreibt man das? Lemon, wie die Zitrone, und Curd, K, also C-U-R-D. Lemon Curd? Lemon Curd. Das habe ich noch Gibt's nie gehört. Gibt es auch als Orange. Ja. Kann man auch sehr gut selber machen. Ist mit Eigelb und mit frischer Zitrone, mit Zitronensaft. Dann lässt man das ein bisschen stocken und füllt das dann genauso in kleine Weggläser. Und wo findet man das? Das findet man in jedem Supermarkt mittlerweile auch, im Regal, wo die Konfitüren stehen, Brotaufstriche, da steht das einfach mit dabei. Lemon Curd. Ja, und das gibt dem Ganzen eine ganz fruchtige, aromatische Note. Und ich finde das immer lecker. Das sollte man mal ausprobieren. Wie so eine Marmelade, wie so eine Konfitüre. Genau. So, und jetzt geht es noch um den Geschmack. Ich habe ja einmal Muskatnuss, da mache ich auch noch eine kleine Brise rein. Passt immer ganz gut zum Gemüse. Ja, stimmt. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Und Zimt.
Okay. Kann man aber auch weglassen, wer es nicht so mag. Warum nicht? Warum nicht, genau. Und jetzt rühren wir das einfach nochmal durch. Dieses Lemon Curd. Das schmeckt lecker. Auch einfach mit einem Löffel gekostet. So, und mehr brauchen wir da auch gar nicht machen. Nicht zu lange rühren, sonst wird es zäh und klebrig. Das reicht jetzt auch schon. Und nicht mehr mit dem Mixer? Nein, das ist gar nicht nötig. Okay. Kann man, muss man aber nicht, wenn dann nur ganz kurz. Das ist der ganze Teig? Das ist der ganze Teig. Dann füllen wir den ein. Okay, also. Cassie Bohner ist bei uns, Bloggerin, die an Zucchini-Kuchen heute macht. Hat der einen Namen eigentlich? Also ein Zucchini-Kuchen. Zucchini-Kuchen. Love's Lemon Curd. Immer mit einer Prise Liebe. Ja, das auf jeden Fall. Das gehört dazu, dann schmeckt es auch besser. Okay. So. Jetzt streichen wir das ein bisschen glatt. Und bei 200 Grad Ober-Unterhitze backen wir den Kuchen und machen anschließend die Stäbchenprobe. So. Also Stäbchen rein, Zahnstocher oder Dings? Genau, so. Holzstäbchen. Soll ich? Ja, gerne, ich mache auf. Wie lange müssten wir jetzt warten? Ja, so 25 bis 30 Minuten. Die haben wir nicht. Die haben wir nicht. Wo ist der? Da ist er. Wir haben einen schönen Kuchen vorbereitet. Okay, so sieht er dann aus nach der genau. Zeit. Der ist gar nicht so aufgegangen, wie ich dachte. Ich dachte, dieses Backpulver kommt ja so hoch. Aber ist schon ein Stückchen. Ja. So, der Vorteil ist, dass es eine schöne Springform ist. Die kann man ganz leicht rausnehmen. Ziehen. Sollen wir ihn stürzen? Nein, den brauchen wir nur schneiden. Dann lässt ihn auf dem Backpapier. Ich lasse den, genau. Cool. Den kann man jetzt abziehen. Möchtest du den ersten Schnitt machen? Ja, wollen wir nicht noch ein bisschen... Ach, die Glasur. Glasur machen, genau. Wir können ihn aber auch so nehmen, tatsächlich. Man könnte ihn auch so essen. Ja, also für manche ist ja diese Zuckerglasur etwas zu viel. Ja. Als Tipp, entweder einen leichten Puderzucker nur, dann würde ich ihn jetzt wirklich in Quadrate schneiden und nur mit Puderzucker bestäuben. Auch schön. Oder wir machen noch eine kleine Glasur drauf. Und das Grüne sind wahrscheinlich Pistazien. Das sind Pistazien. Ich finde es erstmal hübsch, jetzt im Frühling noch die Farbe. Bisschen grün, das ist immer schön. Aber sie schmecken ja auch lecker. Ja. Also, und sind gesund. Ich bin Hase, bist du mit oder ohne? Glasur. Mir ist das egal. Ich esse aber auch gerne mit Glasur, ehrlich gesagt. Ja? Ich also wir machen, dann machen wir jetzt erstmal noch mal ein schönes Bild von euch mit dem gerne. Kuchen. Das können wir dann bei Instagram posten. Mit dem oder wollen wir nicht noch die Glasur machen? Sag mal. Cassie und ich. Und Zucchini. 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 Schön. Cassie. Danke. So. Wir können aber auch ohne. Mir ist das egal. Dann schneide ich ihn durch. Dann machen wir halbe. Okay. Ich bin ja mal gespannt, wie der. Ich bin jetzt auch tatsächlich gespannt. Ich hab schon x-mal Zucchini gegessen, in allen nur erdenklichen Formen. Aber ich glaube noch nie Zucchini. Also Zitronenkuchen ist mein Lieblingskuchen. Ja? Aber mit Zucchini habe ich ihn dann tatsächlich. Hab ich gute Chancen. So, dann verrühren wir erstmal noch ein bisschen Glasur. Puderzucker mit Wasser. Das reicht schon. Da brauchst du eigentlich nur ganz, ganz wenig. Ja. Und auch da mache ich das rein. Da, nein! Ich wollte wir machen nur mit Puderzucker. Ich wollte den Mini-Schluck noch dazu geben. Mini-Schluck sollte es super sein. Aber wir können das nehmen und nochmal neu machen. Ja. Nee, wir machen mit Puderzucker. Komm. Mit Puderzucker? Ich wollte so einen Mini-Schluck denn jetzt? Geben. Was denn? Das ist doch viel zu, viel. Kannst du jetzt essen? Ich esse das jetzt so auf. Oh, das tut mir leid. Komm, wir machen das schon. Das ist auch gut. Hast du noch Puderzucker da? Nein. Na gut, dann essen wir es einfach so. Oh. Wer hat denn auch diese blöde Karaffe? Die hast du hier hingestellt. Eine Weinkaraffe. So, komm, gib mir ein Stück Kuchen. Pass auf, nimm nur frisch. Der ist ja fertig. Ja, das stimmt. Ich würde aber lieber den frischen. Den ganz frischen. Du nimmst den jetzt ohne. Willst du Glasur haben? Ich gehe jetzt rüber zur Tanke und hole noch schnell. Wir machen ein bisschen Wasser drüber machen, Stefan. Komm, wir machen das da drauf. Und dann Pistazien. Lemon Curd. Ja, da haben wir uns das mal. Das kann sich mal merken. Haben wir was Neues kreiert? Ich wollte gerade sagen, es schmeckt noch ein bisschen zitroniger. Da könnten jetzt auch noch ein paar Pistazien drauf, oder? Das machen wir. Ohne Pistazien. Hervorragend. Das ist mal ein Kuchen. Ja, ist doch lecker. So sieht er ehrlich gesagt auch. Sieht auch schön aus, ja. Das müssen Sie echt mal. Versuchen Sie es doch mal zu Hause. Backen Sie den nach und sagen Sie aber Ihren Gästen nicht, dass das ein Zucchini-Kuchen ist. Sagen Sie einfach nur. Oh nein, was hast du da denn noch? Bitteschön. Guck mal, wie süß. Ja. So schmeckt er auch gleich besser. Probier mal. Was ist da wohl drin? Ich bin rasend gespannt. Ich auch noch ein bisschen. Ich auch. Ich nehme einen von denen hier. Und du? Ich lasse das hier so dran. Also, auch für mich, super, schön. Das Witzige ist, dass man es nicht sieht, ne? Also, wenn man so den Teig sieht, man sieht wirklich nicht, dass da so viel Zucchini drin ist. Guck mal. Man sieht es nicht. Ja, deswegen schäle ich vorher, weil sonst würde es mehr auffallen. Also, weil es zu hell ist. Ja. Und? Super. Im Leben würde ich da keinen Zucchini drin vermuten. Cool. Niemals. Das schmeckst du nicht raus. Du schmeckst so eine ganz leichte Gemüsenote, wie soll ich sagen? Mm-mm. Ja, doch. Würzig, durch die Muskatnuss wahrscheinlich. Er schmeckt überhaupt nicht süß. Mm-hmm.
Denkst nicht, boah, so richtig so ein süßes Ding ist es nicht. Du kannst die Menge sogar noch weiter reduzieren. Leicht weniger zu hier oder weniger Zucker. Weniger Zucker geht noch. Ganz, ganz leichte Süße. Gut, jetzt habe ich auch das Stück mit dem Puderzucker drüber. Ich finde aber diesen Lemon Curd dazu. Schön saftig, ne? Das ist eine super Idee. Also aus der Not auch geboren mal spontan. Sind ja oft die besten Sachen. Tartatin ist auch aus der Not gefunden worden. Ja, weil sie es heute umgekippt ist. Genau. Ach, stimmt. Mhm. Und so gesehen passt das schon. Also, und Casey, wenn wir sagen, schmeckt gut, dann kannst du uns vertrauen. Das freut mich sehr. Denn was haben wir hier schon alles probiert bei der Heimat unterwegs, oder? Alles. Eisgeschichten alles. Zum Beispiel. Alles und haben wir probiert. Ohne Ende. Und jetzt habe ich, pass auf, Hase, wenn es beim Fernsehen für uns beide nicht mehr klappt, okay, habe ich jetzt den ultimativen Job für uns beide gefunden. Nämlich? Wir könnten Süßigkeiten-Tester werden. Wo muss ich mich bewerben? Das ist tatsächlich machst so. In Solingen, ja, ich bin dabei. In Solingen schauen wir jetzt tatsächlich Süßigkeiten-Testern zu. Und ich glaube, Stefan und ich könnten das bestimmt, mit Sicherheit. Es gibt nur zwei Dinge, die dagegen sprechen, dass wir das machen. Erstens, man muss so komische weiße Kittel tragen. Okay. Und zweitens, man muss sich sehr lange unterhalten, sehr ernsthaft und sich einen wirklich sehr großen Kopf machen über Zipfel, ohne darüber zu lachen. Okay, danke, Kessel, übrigens.